Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Bei mir ist es das Joggen um den Laacher See und jeder hat vielleicht so seine Methode, sich mal körperlich abzureagieren und auszupowern, sein tägliches Workout zu machen, Kraft zu finden durch Kraftanstrengung. Wir brauchen aber auch täglich ein geistliches Workout, um die Kraft im Glauben zu behalten. Paulus sagt einmal: Dem aber, der die Macht hat, euch Kraft zu geben, ihm, dem einen weisen Gott, sei Ehre durch Jesus Christus in alle Ewigkeit. Er gibt uns die Kraft, die wir für das geistliche Leben brauchen. Er gibt uns immer wieder die nötige Motivation, uns auf den Weg des Glaubens zu machen, wieder von Neuem anzufangen, zu suchen und zu fragen und uns von ihm erfassen zu lassen, um in die Kraft des Glaubens gezogen zu werden. Nehmen wir immer wieder die Gelegenheit wahr, neben einem körperlichen auch ein geistiges Workout zu machen und Kraft im Herrn Jesus Christus zu finden. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Jesus, wir danken dir, dass du eine Kraftstation bist in unserem geistlichen Leben, dass von dir die Kraft kommt, um unseren Alltag zu bestreiten. Führe uns durch die Nacht und sei uns auch morgen eine Kraftquelle, die uns hilft, den Alltag zu meistern, im Glauben zu wachsen und auf dich zuzugehen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.